Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eben erwartet, dass du Let's Play Wounds of Magic sagst. Tja, guckst du so viele Folgen von mir von Wounds of Magic? In letzter Zeit bin ich gar nicht dazu gekommen, deswegen wundere ich mich ja so. Wollen wir zum Boss gehen? Ich würde ganz kurz noch mal kurz gucken, ob ich mein Pet irgendwie sowas vernünftig verwandeln kann. So, ah, schön, das mache ich auch mal. Spinne, Krabbe. Schakalbeast, das gefällt mir. So. Na gut, haben wir keine Flügel mehr. Jetzt haben wir zwei Schakalbiester. Ha! Okay, auf zu Boletus Rex. Hört sich so an wie so ein Dinosaurier. Aber ich denke mal, es würde irgendein riesiges Pilzwesen sein. Ja. Irgendwie ist das hier ziemlich zugewachsen. Ich will hier nicht so nah dran sein. Das tut eigentlich die ganze Zeit so lachen. Sind es die Schakale? Oder die Pilze? Das sind die Pilze. Die Pilze lachen. Er hat schon mal lachende Pilze gesehen. Ich glaube, wir sind auf Pilzen oder was? Nun komisch, dass man sich mit giftigen Pilzen berauschen kann. Naja, jedes Rauschmittel ist ja im Grunde ein Gift. Das stimmt auch wieder. Alkohol auch. Ja. Eigentlich verträgt der menschliche Körper Alkohol um einiges besser als bestimmte andere Rauschmittel, aber viele Leute übertreiben es einfach total und maßlos mit Alkohol. Ja, hast du es auch schon mal übertrieben, ja? So ein paar Mal, ja. aber als Student kommt das, glaube ich, unvermeidbar. Wie tut sich denn dein Kater äußern? Kommt es eher oben raus oder ist er eher der Kopfschmerztyp? Na gut, wenn ich es richtig übertrieben habe, kommt es oben raus. Aber das hatte ich eher bis jetzt nur ein- oder zweimal. Ansonsten ist es eher so, bin ich wohl der Bauchschmerztyp. Ich habe, wenn ich, ich sag mal, minderwertigen Alkohol getrunken habe, habe ich eher so Bauchschmerzen am nächsten Tag. Oder beziehungsweise Bauchgrummeln. So der sogenannte Bierschiss, wie man ihn nennt. Um es mal salopp zu sagen. Nee, Bierschiss nicht, sondern es ist einfach nur irgendwie mein Magen fühlt sich die ganze Zeit so flau an und so. Okay. Ich trinke keinen Alkohol, weil ich kann mich einfach nicht für diesen Geschmack begeistern. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich abgehen würde, wenn ich einen Kater hätte. Ja gut, der Geschmack ist auch nicht für jeden was. Kann ich eindeutig nachvollziehen. Ich meine, ich muss mich ja nur an die Zeit erinnern, als ich das Zeug auch noch nicht mochte. Also ich bin ja jetzt 28 und ich glaube, ich werde es nie mögen. Ja gut, aber... ist halt. Aber ich habe nichts dagegen, wenn andere Leute trinken. Ich meine, wenn ich unterwegs bin, dann trinken die Leute halt, was nur blöd ist. Es ist wirklich, wenn alle Leute um dich herum besoffen sind und du nicht. Könnte auch lustig sein, wenn man sich dann so ein bisschen über die ganzen Leute lustig machen kann, die dann da unter einem anfangen, dummes Zeug zu labern. Ja, manchmal kann es auch ganz witzig sein. Pilzschacht. Ich mag einfach diese Namen in solchen Spielen. Oha, aha, das ist er. Boah. Na, macht er viel Schaden? Es geht. Achtung, der macht dir ja richtig, richtig schön Schaden auf dem Boden. Viel Gift. Boah. Trotzdem gefällt mir diese... Scheiße, ich werde mich umgebracht. Trotzdem gefällt mir diese... Scheiße, ich werde umgebracht. Ja, dieser Dungeon einfach. Der ist richtig cool gemacht. Der ist so düster und trotzdem so grün. Boah, wow. Noch mehr Gegner. Hey Güte, ich muss mich beeilen. Komm schon, lauf. Ja, die Beine sind doch schon lang, sie tragen dich. So, ich kann dich gerade da unten kämpfen sehen, cool. Mhm. So. Boah! Wow. Erstmal die Ads, würde ich sagen. Das Mykon-Scheusal. Da kümmere ich mich drum, versuch du dich um den Boss zu kümmern, ich versuche mich um das Ad zu kümmern. Oh nein, der Boss hat es gerade auf mich abgesehen. Ja, Ed ist wieder so ein Online-Rollenspiel-Begriff. Das sagt man, wenn ein Boss oder einfach allgemein mehr Gegner dem Kampf hinzustoßen. Ein Additional halt. Genau, ein Additional. Held, also irgendeine Art Boss oder Champion gerade gespawnt. Dieser Kustuk. Den sollten wir mal loswerden. Ja, ich gucke, dass ich hier. Nein, ich bin schon wieder tot. Na ja, toll. Ich konnte mich gerade nicht heilen. So. Heilung. Da
damit ich dich nicht zu lange allein lasse. Nein, die ist glaube ich auch nur eine Sackgasse. Klopft's? Irgendwie bleibe ich am Leben, ja. Das ist gut. Wenn man das als Klappen definiert, ja. Erinnert mich an die absolut epische Szene, als wir einen Raid gemacht haben und nur noch ein Heiler und ein Tank am Leben waren, aber irgendwer ein bisschen bekommen. Im Leben zu bleiben, richtig lange. Leider ist der Boss trotzdem nicht gefallen. Ah, da erinnere ich mich auch an einige Kämpfe, die dann doch irgendwie auch immer geklappt hatten. Die wurden dann sowas von dem TS angefeuert. Ja, genau, das kenne ich zu gut. Vor allem in einer Instanz war es halt so, dort gab es dann, wenn man das Event verkackt hatte, gab es halt wieder diesen typischen Wipe. Allerdings als Druide hattest du einen Skill, mit dem du prozentualen Schaden stark verringern konntest, um bis zu 99%. Das heißt, an dem Skill bin ich nicht gestorben, als einziger aus der ganzen Gruppe. Und dann durfte ich gucken, dass ich alleine noch den Boss umhaue. Meist waren es um die 10% oder so. Und das war dann immer ein Hin und Her, weil ich als Heildruide ja keinen Schaden mache, wirklich. Ja, kann ich verstehen. So, noch eine Truhe für uns? Jo, ich muss jetzt gerade erstmal ganz schnell Petlos schicken. Mein Inventar war voll. Wir gehen doch gleich zurück, aber stimmt, muss ja das Zeug hier einsammeln. So, habe ich jetzt irgendwas? Einmal angucken, das Auge. Oh, eine neue Halskette, eine schöne Halskette, die wird benutzt. So. Und mein Questgegenstand, wo ist der eigentlich im Inventar? Aber pro Inventar, Brauchsgüter. Ach, irgendwo wird es schon sein. Die Halskette ist ziemlich interessant. 10%ige Chance auf Wirken von Giftsporen verteilen, wenn ihr getroffen werdet. Hast du dieselbe bekommen? Ja. Ihr könnt ihn um den Hals tragen, wenn euch der Schleim nicht stört. Ich mag solche Tooltips. Was gibt's denn hier noch so? Mal kurz gucken. So, von mir aus gehen wir auch weiter. Jawohl. Können wir zu Ritzel zurück. Oh, ich habe ja gelevelt. Oder sag mal, ich bin gelevelt. Ich bin ein Level aufgestiegen, ich habe gelevelt. Keine Ahnung, geht euch beides. So. Und den verfluchten Atem verbessern. Ich meine, man kann ja sagen, ich bin gelevelt oder ich habe ein Level up erhalten. Ja, aber ich habe gelevelt klingt irgendwie falsch. Ja, irgendwie, gerade beim Aufnehmen ist meine Grammatik immer umgekehrt. So, Ritzel. Ja, Ritzel, so. Beim zehnzackigen Zahnrad, ihr habt es, das Fleisch des blauen Boletus. Ich bin ja euch so dankbar. Ich bin euch ja so dankbar. Jetzt können wir sicher bald einen Battle gegen die Krankheit brauen. Meine Verwandten sind gerettet. Bitte nimm das zum Dank. Hast du geglaubt, dass er heult? Ja, vor Freude vielleicht. Also, die Pistolen, die ich gerade habe, sind besser als das, was er mir anbietet. Und dann nehmen wir am besten das, was sich am besten verkauft. Das ist auch so eine Rollenspielregel. Mir gefällt die Musik hier gerade, die ist cool. Ja, erinnert so ein bisschen an Diablo. So, ich wollte mir noch einen Sockel holen. Ach, tun wir doch am besten gleich einen Giftsteinsockel nehmen, da die Katze ja sowieso schon Gift hat. So, sind hier Leute, wo man was verkaufen kann? Da. Gemischtwarenhändler. Und hineinziehen. Zeug, das wir nicht brauchen. Im Moment, ich habe ein neues Halsband. Das wird wieder rausgenommen. Und zack. Wieso kriege ich irgendwann nur Hämmer? So. Und jetzt tun wir mal diese Klaue identifizieren. Uff, schade, dass ich keine Klauen benutze. Kommt ins Lager. So. Bist du noch da? Du sagst gerade überhaupt nichts. Ich bin noch da. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert und ja. Und ich werde mir die beiden Hilfsbinder verbleichen. Ach, ich will es einfach benutzen.
Halsband. So, was ist das eigentlich für Zeug, das ich hier hab? Da warte ich noch darauf, dass ich es mal benutzen kann. Die brauche ich nicht. Die muss ich mir überlegen. Also nochmal zum Händler. Wo ist er denn? Da. So, das kann weg. Und das hier auch. So, jetzt ist das wieder etwas aufgeräumter hier. Guck mal ein bisschen im Lager hier oben, was es hier so gibt. Zerstört Edelsteine gesockelten Gegenstände. Zerstört Gegenstände, bewahrte Edelsteine darin. Okay. Da fehlt gerade Waves bei mir. Hast du das auf Englisch eingetippt? Nee, ich habe Slash Winken eingegeben. Das ist wohl nicht übersetzt worden. Nicht so ganz, nein. Gemischtwarenhändler. Da können wir nach Serifech zurückreisen, wenn wir wollen. In Serifech gab es ja den einen Typen, der hat die Gegenstände kombiniert. Ich frag mich, ob es den hier auch irgendwo gibt. Wollte ich nicht. Ich hätte noch einige Emotes. Ja, hier gibt's ja die Umwandler. Albrecht der Umwandler. So. Und es gibt hier auch einen Verzauberer. Ich habe wieder genug Gold, um mal wieder eine Verzauberung zu machen. So. Ist schon verzaubert. Und du ebenfalls. Dann nehmen wir uns halt diese Stiefel. Sag mal, ob ich irgendwas, was noch nicht verzaubert ist. Aha, hier. Das Glück ist auf eurer Seite. Nochmal. Das Glück ist auf eurer Seite. So, was haben wir denn bekommen? Nett. Der ist auch schon fertig. Versuchen wir die Kette noch zu verzaubern. Das Glück ist mit euch. Und den Rest vom Geld hebe ich lieber mal auf. So. Wir haben noch 7 Minuten. Wir können den Part entweder ein bisschen kürzer machen oder wir gehen noch irgendwo hin. Wir können ja noch ein kleines Stückchen der verrotteten Pfad weitergehen. Dort warte ich jetzt auch gerade schon die ganze Zeit. Ah, okay. Wo ist denn der verrottete Pfad? Das ist der ganz normale Weg, den wir entlang gegangen waren, wo wir dann hinterher zum Dungeon hochgegangen sind. Okay. So. Ah ja, ich seh dich. Also zumindest als Punkt auf der Karte. Rennen wir jetzt mal hin. Ich will diesen Serifech-Helm loswerden. Ich sehe aus wie einer der Serifech. So, da bin ich. Wunderbar. Da sind die Pilze hier. Habe ich irgendwie schon gesehen, dass der jetzt gleich lebendig wird. Ah, da ist eine der Sporen. Weg hier. Die haben dich ja so oft umgebracht. Fledermäuse, oder? Das sind Fledermäuse. Und tja, ob wir noch irgendeine Quest oder sowas entdecken? Ein Pilzschacht. Die letzten Pilzschächte sind plötzlich zu einem Bus geworden. Okay, diesmal nicht. Die sind so widerlich, diese Mykon-Scheusale. Nee, hör auf mich zu vergiften. Also jedenfalls, mit meinem Mana klappt das jetzt viel besser als vorher. Das lädt sich jetzt wirklich schnell auf. In den letzten paar Level-Ups nur in Mana gegangen. Ja, ich selber habe, glaube ich, schon seit Ewigkeit keine Mana-Probleme mehr. Ja, hast du wahrscheinlich deine ganzen Skillpunkte in Mana gesteckt, was? Ja, fast alles in Fokus, weil das auch meinen magischen Schaden hier erhöht, ne? Ja, bei mir ist das halt so, dass ich Geschicklichkeit und Fokus nehmen sollte. Bei dieser Klasse, weil das ist ein... Wir müssen halt kritischen Schaden machen und Magieschaden. Sonst, so, es gibt ja auch immer verschiedene... Es gibt ja auch immer verschiedene Ressourcen in solchen Spielen. Beispiel Energie oder Wut oder Fokus, gibt die verschiedensten Ressourcen. Aber Mana ist das gängigste. In japanischen Rollenspielen heißt das meistens MP oder TP, weil Mana ist so typisch westliche Rollenspiele. Ja, MP heißt ja irgendwo nur auch Mana Points, oder nicht? Magiepunkte heißt es meistens oder Magic Points. Verdammt! Was hat mich jetzt hier eben getötet? Was steht denn da? Mykon-Scheusal. Na toll. Ich werde mich in der Stadt wiederbeleben, weil das ist ja in unmittelbarer Nähe. Macht das.
Und jetzt komme ich gerammt. Ich wollte nicht meine Aufladungsanzeige angucken. Ach, ich bin immer so nah an meinen Charakter gezoomt. Ich will das aber lieber weiter raus haben. Ja, was ja ganz typisch ist für solche Spiele, ist die isometrische Perspektive. Aber welches Spiel hat die Isometrie eigentlich geprägt? Ich glaube, das war Diablo 1. Das war sogar ein Diablo gewesen, interessant. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es jetzt gar nicht sicher. Hier unten. Oh, mir gefällt dieses Waldgebiet. Irgendwie erinnert mich an etwas, aber ich kann nicht wirklich den Finger drauflegen an was. Vielleicht an irgendein anderes Spiel. Die Bäume erinnern ein bisschen an den Wald von Slender, das sind ja auch solche, Nadelbäume. Oh ja, Slender ist auch immer noch ein echt interessantes Game, auch wenn es, ich sag mal, mehr oder weniger zu Tode gehypt wurde. Das Interessante an Slender ist halt, dass das eigentlich die Versoftung einer typischen Creepypasta-Geschichte war. Den Slenderman gab es in der Creepypasta-Szene schon sehr, sehr lange. Mhm. Also im Grunde könnte man ja dann doch aus vielen anderen Creepypastas bestimmt auch ein paar Spiele generieren. Ja, oder? Unter anderem gibt es auch, zum Beispiel gibt es so ein Spiel, das nennt sich SCP irgendwas weiteres. Weiß ich jetzt nicht, das ist da auch eine berühmte Creepypasta-Reihe. SCP ist der Treppensimulator. Ja, genau, wo man die so Treppen ungefähr runtergeht und immer wieder irgendwas Unheimliches passiert. Und das ist wie gesagt auch eine Creepypasta-Reihe, die sind aber alle ganz unterschiedlich. Ich glaube, die muss man sich alle mal komplett durchlesen, um da durchzusteigen. Was doch ganz berühmt ist als Creepypasta, ist natürlich Jeff the Killer. Würde mich nicht wundern, wenn der auch eine Creepy, wenn der auch ein Spiel bekommen würde, aber das ist halt mehr, wäre eigentlich mehr so ein Monster für einen Film, sage ich mal. Mhm. Das sind so die berühmtesten Creepypasta-Figuren. Die sind vor allem in den USA beliebt, die Creepypasta haben aber in Deutschland ja auch so ihren Vormarsch. Gibt ja die German Creepypasta. Da sind die ganzen übersetzten Geschichten drauf. Wer sich dafür interessiert, kann da ja mal drauf surfen. Und gucken. Und lesen. Ja, Creepypasta, die einzige, die ich wirklich mal gelesen habe, ist die von der Schwester Joy. Ja, eine Pokémon Creepypasta. Ja, genau, was tatsächlich hinter ihr steckt, dass sie ja in Wirklichkeit die ganzen Trainer anlockt, um dann ihr noch mehr Schwester Joys zu erzeugen aus den Trainern. Genau. So, hier ist ein Verzauberer. Ja. Aber jetzt haben wir noch ein paar Monster. Und ich glaube, beim Verzauberer können wir dann schön den Part beenden, weil wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Mhm. Verzaubern wir noch eben. Mal gucken, ob ich noch irgendwas zum Verzaubern. Wieso habe ich denn keine Handschuhe an? Das gibt's doch nicht. Irgendwie verschwinden die ganze Zeit meine Items. Naja, die nächsten Handschuhe, die schön werden angezogen. So, der Gürtel. Das geht. Ihr habt Glück. So. Was habe ich bekommen? Gift der Lindner-Schaden wird um 2% verringert. Das ist nützlich. Ja. So. Mehr kann ich nicht machen, ich bin pleite. Da liegen noch ein paar Items. Der Verzauberer ist weggegangen, oder? Ja, anscheinend. Was sind da noch mehr Gegner? Wir müssen nämlich den Partner zu Ende machen. Ja gut, aber dort die Gegner kommen immer wieder durch so einen Pilzschacht. Ah, okay. Raus. Machen wir den Pilzschacht mal weg. Okay. So. Die Todeskappe noch. Leute, wir wollen den Part beenden. Jetzt lass uns doch mal in Ruhe. Eine Eule kämpft noch gegen irgendwas. Sumpfflügler. So, hat's. Okay. War's das? Jawohl. Okay, dann. Jo. Würde ich mal sagen, wünschen wir euch ja das Gute. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.